Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Kampagne von Dawn of War 2. So, dann wollen wir mal die Brücke laden. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war unser nächstes Ziel die Eroberung einer weiteren Terminator-Rüstung, habe ich recht? Ich glaube hier. Ein Carnifex rückt zu wichtigen Ressourcen vor, Kommandant. Nein? Kommandant? Genau. Es scheint, dass die Eldar. Aber ich will hier unten auch nochmal gucken. Kommandant, die okay. Grünen heute nutzen das Carnifex. Also, wir wollen als erstes erstmal hier hin, um gegen die Eldar zu kämpfen. So, Kommandant, es scheint, dass die Eldar noch nicht vertrieben sind. Die Xenos haben ihren dämonischen Avatar gerufen. Einen riesigen Flammenkrieger. Der Avatar und sein Kriegsherr zerstören alles, was ihnen im Wege steht. Wenn der Avatar weiter frei bleibt, wird Typhon bald nichts anderes sein als ein Häufchen Asche. Dies wird einer der tödlichsten Gegner sein, den sie jemals begegnen werden, Kommandant. Aber wir können nicht zulassen, dass Typhon, dass die Typhon in Asche verwandelt wird. Ist okay. Diesem Ziel wird Plasmakampfen Schaden zugeführt werden. Okay. Plasma. Plasma, Plasma, Plasma. So, der hat eine Plasma-Pistole. Tarkus hat ein Plasma-Gewehr. Avitus hat jetzt den Bolter, was aber logisch ist, weil er kann die schreckliche Segnung nicht nehmen, weil er eine Terminator-Rüstung trägt. Und er hat sowieso durch seine pure Kraft, denke ich mal, genug. So, Typhon. Du da. So. Meine Güte. Okay, auf geht's. Bin mal schwer gespannt. Ja, gut zu wissen. Wir haben aber keine Flammenwerfer. Wenn, dann benutze ich Plasma. Weil keine Rache wird so gut serviert wie super heißes Plasma. Nur damit das mal klar ist. So, auf geht's. Eine beliebige Taste und los. Wenn die Eldar ihren Zorn doch nur gegen die Schwarmflotte richten würden. Die Motive der Eldar zu interpretieren ist aussichtslos, Cyrus. Erledigen wir diese Monstrosität. Na, dann wollen wir mal. Eine meisterhafte Servo-Rüstung. Eieieiei. Was ist denn hier los? Oh, gleich noch ein zweiter. Na, nun geht's aber los hier, oder was? So, den ersten haben wir. Machen wir erstmal den Infanterietrupp hier weg. Boah, Thule hat schon die Hälfte seiner Punkte verloren. Das gibt's ja nicht. Oh, verdammt, Avitus ist auch tot. Was geht denn hier ab? Alter Vater. Na, Hossa, die Waldfee. Wie kommt das denn jetzt her?
Meine Güte. Machst du fertig. Meine Herren. Okay, da haben wir einen Scharfschützen. Den müssen wir uns jetzt erstmal nicht anlegen. Na, kommt ihr her? Meine Güte. Jesus Maria, hier ist ja was los. Gibt's ja nicht. Exterminiert den Fazil gesichtet. Bereit zum taktischen Tor. Gut, dass wir die Panzerung haben, die bei Thule wieder Energie regeneriert, die werden wir auch, denke ich mal, noch lange behalten. Was ist ein Durcheinander hier. Ach du Scheiße! Jetzt aber schnell. Hier ist ja was los. Meine Fresse. Eieieiei. Aber wir sind immerhin gleich bei der Arena. Wir werden jedoch nicht in diesem Zustand.
fertig. So. Erstmal hier jetzt. Kurzen Augenblick warten. Meine Güte. Gut, Thule ist wieder regeneriert, Gott sei Dank. Und Avitus auch gleich. So. Waren hier Gebäude drin? Ja, sind es. Was? Avitus wird angegriffen. Tarkus bereit. Feindliches Ziel eliminiert. Hinterhalt der Elder. Okay. Eine unserer Tarantel-Wächterkanonen wird angegriffen. Waffen bereit. Boah, Tarkus. Es gibt ihm ordentlich Plasma. So, wie sieht's aus? Okay. Na, jetzt kommen auch noch die Viecher. Hier ein bisschen aus dem Feuer zurückziehen. Nein, 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 Jungs, kommt hierher, kommt hierher. Der
Okay, so kriegen wir ihn. Nur wir müssen da jetzt erstmal raus. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Und zwar alle. Na, langsam vorrücken. Nicht übertreiben. Verdammt, Tarkus schon wieder. Eieiei. Nichts weg, nichts weg, nichts weg. Sich erholen kann. Los, gib ihm ordentlich mal Zunder. Und wieder zurückziehen. Und wieder zurückziehen. Und wieder zurück. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell. Ganz schnell, besonders der Kommandant. Eieieiei. So, wir bleiben schön hier oben. So, und wieder vorwärts. Okay. Ach Gott. Gut, er ist wieder wach. Können wir das Ding jetzt mal da zerstören? Mann. Erstmal weg. Erstmal weg. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ganz schnell. Wen hat's diesmal erwischt? Nein, nicht kämpfen, du Idiot. Nicht kämpfen. Laufen. Laufen. Meine Herren, ja, der ist wirklich friggelig. Aber wir haben ihn bald. Oh, schieß mal ruhig eine Runde auf. Die Kollegen. Neue Befehle für uns. Ja, schön in die. Mach ihn weg. Gut.
geehrt werden. Na, das war ja. Aber immerhin, Tarkus kriegt noch das Upgrade auf Stufe 19. Das ist nicht schlecht. Dann wollen wir noch mal gucken, was wir mit dieser Terminator-Rüstung anfangen können. Ein legendärer Sieg, Kommandant. Nur wenige können solch eine Monstrosität besiegen und anschließend noch davon berichten. Es scheint mir immer noch Wahnsinn, dass die Eldar uns mitten in dieser Plage angreifen. Nach allem, was wir bislang erfahren konnten, war es der Plan der Eldar, dass der Avatar Typhon in Asche verwandelt, damit die Tyranniden nichts haben, wovon sie sich ernähren können. Einverstanden. Aber die Eldar haben noch etwas anderes mit diesem Sektor im Sinn. Sie hätten nicht so viel geopfert, nur damit die Tyranniden weniger zu essen bekommen. Kommandant, Gabriel, Cyrus hat recht. Eldar sind keine Narren. Ich fürchte, dass Sie recht haben, Davian. Die Eldar werden uns vermutlich weiterhin ein Dorn im Auge sein, wenn dieser Konflikt vorüber ist. Aber wir können unsere Konzentration nicht von der Tyranniden-Bedrohung abwenden. Unser Überleben hängt davon ab, dass wir sie aufhalten. Angelos Ende. Gut. Ach, guck, jetzt haben die... Tyranniden da eingeschlagen. Na super. So, gut, was haben wir denn da? Eine Level 20 Terminator-Rüstung, die noch keiner benutzt. Stufe 20. Habe ich was verpasst? Ist doch nur Stufe 19. Und trotzdem können sie alle die... Oh. Ja, lass mal gucken. Plus 2 auf Ausdauer, plus 99 Gesundheit, Nahkampffähigkeiten, Sperrfeuerwiderstand. Eigentlich würde ich das gerne Tarkus geben, aber... Das hilft uns nicht wirklich weiter, weil... Eigentlich muss er die kriegen. Eigentlich muss er die bekommen. Kriegers Heiliger Zorn, Stufe 18... Lass mal gucken, wenn wir die jetzt... Avitus hat eine. Tarkus. Wenn wir die jetzt Tarkus geben. Pass auf. Machen wir das anders. Tarkus bekommt... Erstmal hier noch... So, der Commander bekommt die Terminator-Rüstung. Und er bekommt den Donnerhammer und das Sturmschild. Zubehör. Was haben wir da? Das sind Reparaturen. Wir haben noch das Erholungsstimpack. Und. Was können wir denn noch so nehmen? Achso, das größte Kommandantengegenstand. Nicht nutzbar mit Terminator-Rüstung. Super. So, hier wollen wir erstmal dafür sorgen. Nahkampffähigung, Waffe frei, Waffe freigeschaltet. Tarkus und sein Trupp können jetzt Kettenschwerter und Bultpistole nutzen. Das ist schön. Aber. Das will ich gar nicht, denn. So, ihr nehmt schön das Ding hier. Und dann braucht ihr noch eine gute Waffe. Der hat bisher den Zorn des Lematis, glaube ich, gehabt, ne? Ne, hier, den. Den günstigen von Baralie. ...50 zu 45. Krieg nochmal Zubehör. Das sind erstmal die Granaten. Avitus, mein Freund, du bist erstmal ausgerüstet, nicht wahr? So, hier schauen wir mal, was wir hier noch haben. Das muss alles erstmal so bleiben. Cyrus kriegt noch ein Upgrade, das ist schick. Haben wir hier noch eine bessere Rüstung? So. Die schreckliche Segnung, die bleibt. Ebenso wie dieser Sturmbolter.
die beiden für den Commander dann im Zweifelsfall noch. So, was ist das? Ne, Stärke, Krankheit, Gesundheit. Okay. Ich will diese dösige Waffe loswerden. Kann doch die Wahrheit nicht sein. So, und du, mein Freund. Du nimmst erstmal das Ding in die Hand, damit wir hier ein bisschen Platz haben. So. Damit haben wir erstmal soweit eigentlich alles. So, auch noch erstmal weg mit dem Ding. Okay, dann wollen wir hier mal schauen. Wir haben einen Einsatz übrig heute. Und ich denke mal, am Ende des Tages wird dann halt auch noch entsprechend... Ach, guck mal hier. Noch eine Terminator-Rüstung. Dann würde ich sagen, sollten wir, bevor der Chef kommt, noch diese Terminator-Rüstung besorgen. Hat sich nämlich die Frage erledigt. Kommandant, schlimme Neuigkeiten. Die Bemühungen des Schwarmbewusstseins der Tyranniden behindern weiterhin unsere Reisen durch den Warp. Unser letzter Astropath leidet nun unter der Anstrengung, diese Nachricht an Sie zu übermitteln. Und nur wenige Skriptoren und Navigatoren sind übrig, um uns zu führen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Litanei der Wildheit jemals wieder aus dem Warp auftaucht. Aber sollte dies das Ende an Bord dieses Schiffes sein, dann werden wir mit Stolz sterben, denn die Bemühungen des Schwarmbewusstseins sind zunichte gemacht worden. Einer unserer überlebenden Skriptoren berichtet, dass das Hauptschwarmschiff der Tyranidenflotte gerade jetzt auf dem Weg zum Planeten Typhon ist, um sich zu ernähren. Das ist der gigantische Organismus, der das Gehirn der Schwarmflotte bewahrt. Ihre Streitmacht kann einen Todesschlag führen, während es sich ernährt. Ich habe eine taktische Auftragsbeschreibung zu Ihrer Planetenkarte übermittelt. Als letzte Worte können Sie Captain Thule mitteilen, dass die Geheimnisse von Cyrene mit mir sterben werden. Angelos Ende. Kommandant, wir haben Befehle von Captain Angelos erhalten. Wir sollen mehrere konzentrierte Biotoxindosen an Sie liefern. Ich habe ein Kontingent imperialer Veteranensoldaten bereitgestellt. Es soll Sie mit zusätzlicher Feuerkraft bei diesem kritischen Einsatz unterstützen. Mehr Behinderung als Hilfe. Viele sind Veteranen vom Engelsportal, Kommandant. Sie betrachten Ihre Unterstützung als ihre Pflicht. Sie kommen mit Valkyrie-Transportern und treffen sich mit ihnen auf der Oberfläche von Typhon. Nehmen Sie Ihre Hilfe an, Kommandant. In dieser Schlacht sind wir alle Brüder. Kommandant, ich werde an Bord der Armageddon bleiben, um während Ihres Einsatzes Feuerunterstützung zu leisten. Und ich werde das Gleiche von Thunderhawk 2 aus machen. Die Armageddon wird nicht lange gegen die gesamte Schwarmflotte bestehen können. Sie wird es so lange schaffen, wie es nötig ist, Cyrus. Das Toxin in den Kapillarturm zu bekommen, ist das Einzige, was jetzt zählt.